So, hallo zusammen, da bin ich wieder frisch von der Arbeit. Ihr seht schon, ich bin bei 9.058 Punkten. Derzeit echt zäh. Also jeder, der im Livestream mit dabei war, also es wird langsam echt krass. Wenn du starke Gegner hast, wird es echt eng. Du musst immer besser und besser und besser fahren. Also ich sag so, jeder, der ein bisschen Mario Kart spielen kann, der kommt so auf 6.000, 7.000. Und dann wird es langsam schwierig. Also ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere im Livestream vorbeikommen würde. Ihr wisst ja auf Twitch. Kart86, Link ist natürlich schon mal in der Videobeschreibung. Aber ich habe noch was anderes, habe ich mich gerade zufällig mit meiner Frau drüber geredet, weil ich ja selber immer bei MMO ein bisschen rumgucke, nämlich Anno 1800, die Investor-Ausgabe. Ich habe auch geguckt, die Version kostet eigentlich 100 Euro, jetzt für 43 Euro, aber nur noch 48 Stunden, 45 jetzt sogar nur noch. Ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt. Was da drin enthalten ist, ist halt wirklich Anno 800 komplett. Dann Season 1 Pass, Season 2 Pass, Season 3 Pass plus Deluxe Pack, einschließlich des Charakters der Anarchist. Also, ich weiß nicht, wem das Spiel so gefällt. Ich selbst habe es mir damals nur bei Gronkh angeguckt, meine ich, wo es gerade rauskam. Eigentlich Top-Spiel. Also, wer ein bisschen was aufbauen will und so, ich kann eigentlich sagen, nur top. Jetzt kommt nur die Frage, warum hast du es dann nie gekauft? Ja, warum? Ich sag nur Fortnite, FIFA, Call of Duty, ja. Mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht sagen, aber ich habe eigentlich sowieso noch gar keinen Anno-Teil gespielt. Aber es soll doch eigentlich so sein wie Age of Empires, so in etwa. Sag ich jetzt mal. Und ein bisschen SimCity, Age of Empires, sagen wir mal so. Nur halt noch mit Handel und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, ich packe euch das Ganze mal in die Videobeschreibung. Wer Bock hat, kann mich ja gerne unterstützen über den Link, aber ihr wisst ja selber, ich kann es ja nochmal gerade wie immer zeigen. Erstmal, das hier ist natürlich das Top-Angebot jetzt. Daylight 2 für 56,99 €. Da hatte ich ja mal einen anderen Preis gezeigt. Die haben die Preise aber anscheinend angehoben, keine Ahnung, ist aber definitiv die Uncut-Variante, weil irgendwie gibt es nur die Uncut-Variante, wenn du den Download machst. Ihr seht, nur die Variante ist da, Uncut. Ich habe auch die Uncut-Variante, weil ich kann den Menschen immer noch den Kopf quasi wegschlagen, genauso wie das halt sein soll. So, aber das war es jetzt mal genug. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Daylight 2 findet ihr auch direkt auf der Seite. Ich packe einfach genau hier die Seite rein. Seht ihr schon alles. Einmal hier an und dann drauf gehen. Hier Daylight, wer Bock hat, PSN-Karte, 5 Euro günstiger. Wundert euch nicht, warum zum Beispiel Steam-Karten 21 Euro kosten. Versucht man online eine Steam-Karte zu kaufen. Steam lässt da anscheinend nicht handeln, wenn du, keine Ahnung, 10.000 davon kaufst, dass du günstiger sein kannst. Weil wenn man sich das umrechnet, 50 Euro und 44 Euro, wie kriegen die das hin? Ich schätze mal nur durch Massenabkauf. Und in dem Sinne, wie gesagt, könnt euch gerne austoben. Der ein oder andere hat es ja schon getan. Erstmal danke auch für den Support. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir auch rein in den Livestream und haut rein.